Habt ihr euch auch schon mal gefragt, was bewirken Filter auf Schwarz-Weiß-Film? Lasst es uns rausfinden. Ich nehme meine Leica und einen Film Aqua APX 400 und packen wir es. An meiner Leica habe ich mein Zeiss Planar F2, mein Buchblender 35mm, mein Elmar 90mm, mein Buchblender Superwide Helia 15mm und Gelbfilter, Rotfilter, Grünfilter und die nötigen Adapterringe für die Objektive. So, fehlt nur noch eins, damit ich euch auch etwas bieten kann. Mein Notizbuch. In dem werde ich einfach alles notieren, was von Belang ist, um euch die Daten der Fotos bereitzuhalten. Jacke an. Hut auf. Und los geht's. Eine Kleinigkeit fehlt tatsächlich noch. Irgendjemand, der mir sagt, dass hinten mein Hemd rausguckt. Also wie ihr schon merkt, ich nehme euch mal einfach mit auf einen Spaziergang mit meinem treuen Hund. Und hier haben wir auch schon unser erstes Motiv. Ich werde an dieser Stelle gleich einfach mal wirklich alle Filter ausprobieren. Und ihr seht es hier, ich nehme es gleich vorweg. Der Unterschied ist bei bewölktem Himmel tatsächlich gar nicht mal so groß. Wir sehen einen Unterschied ganz am Ende zwischen Rot- und Grünfilter. Die Blätter, die unten rot sind, sind jetzt weiß. Beim Grünfilter sind sie halt dunkel. Und da mir das Motiv gerade bei 50mm gar nicht mal so gut gefällt, hole ich mal gleich meinen 50mm Superwide raus. Und ihr seht, ich habe dazu einen Zusatzsucher und die Maximalblende ist 4,5, also es taugt jetzt nicht unbedingt dazu, irgendeinen Filter ranzumachen, schon allein wegen der Brennweite. Gleich hinterm Kirschbaum rechts haben wir ein weiteres Motiv. Finde ich eigentlich ein sehr schönes Motiv. Und ich habe gleich einfach mal den Gelbfilter drauf gelassen. Bin dann natürlich auf Grün und Rot gewechselt. Wobei ich auch hier sagen muss, der Gelbfilter gefällt mir am besten, weil ich hier am meisten Kontrast rausholen konnte. Das Problem ergab sich tatsächlich beim Grün- und Rotfilter, dass ich die Blende zu sehr aufreißen musste, um noch aus der Hand fotografieren zu können. Und dadurch wird tatsächlich das Bild in meinen Augen etwas zu schwammig. Er weiß natürlich genau, was sich in der Tasche befindet. Ich habe bei den jetzt gezeigten Aufnahmen voran die Rotfilteraufnahme gestellt, da sie mir tatsächlich vom Kontrast des Rapsfeldes noch am besten gefällt. Zum Vergleich einfach mal nochmal Gelb und Grün Filter hinterher. Ihr habt euch bestimmt schon mal die Frage gestellt, kann man einen Regenbogen einfangen mit Schwarz-Weiß-Film? Gut, ich glaube nicht, dass ihr euch diese Frage hier gestellt habt. Ich will sie euch aber hier beantworten. Ja, man kann, aber es bringt rein gar nichts. Hier nochmal dasselbe Bild mit 35mm. Ich habe dann nochmal mir ein Objekt rausgesucht und es mit 90mm fotografiert, dieser Baum.
Und ich finde diese Aufnahme doch recht gelungen, weil sie eine schöne Schattierung hat und sehr symmetrisch ist. Hier mal, wie schnell sich die Lichtsituation ändern kann. Das Gute an Schwarz-Weiß-Film ist, dass man fast wetterunabhängig fotografieren kann, um gute Ergebnisse zu erzielen. Bei Farbfilm wäre das schon wieder etwas schwieriger. In etwa genauso viel schwieriger, wie wenn man ein menschliches Model durch einen Hund ersetzt. Das Bild will ich euch nicht vorenthalten. Mir gefällt die Kombination oder die Bildaufteilung. Leider ist natürlich links etwas zu dunkel. Das hätte ich ein wenig mehr belichten müssen. Auch der Hund wirkt natürlich sehr dunkel, obwohl es ein schwarzer Hund ist. Vielleicht wird es beim nächsten Mal besser. Rotfilter zu tragen. Ich wünschte im Nachhinein, ich hätte einen 50mm genommen, weil der Teil, der interessant ist, stellt vielleicht noch ein Drittel des Bildes dar. Diese Wolkenkombination ist natürlich herrlich anzusehen, jedenfalls im echt? Aber auf dem Bild, ich weiß nicht, urteilt selbst. Ich mache mir natürlich, wie ich schon angekündigt habe, zu allen Bildern Notizen. Man muss tatsächlich hinterher sein, weil sonst vergisst man relativ schnell, was man wie verschossen hat. Warum ist mein Hund eigentlich so dreckig? Na, Digga. Fenris! Gut, das kann ich. Es wäre an dieser Stelle vielleicht schöner gewesen, hätte man den Hund tatsächlich beim Trinken erwischt. So sieht man halt den Hintern des Hundes. Aber dafür reißt es die nächste Aufnahme deutlich heraus. Und wenn ihr ganz genau in Fenris seine Augen guckt, da seht ihr mich und meine Hand. Tja, das war's dann auch tatsächlich schon und ich muss sagen, ich habe mehrere Dinge gelernt auf diesem Spaziergang. Erstens, dass Rot-, Grün- und Gelbfilter gar nicht mal so viel bringen in der Landschaftsfotografie. Also wenn man nicht den schönsten Herbst mit roten Blättern hat, ist es eher wenig. Und ich zeige euch nochmal ein Beispiel. Hier sind zum Beispiel meine Felgen und diese Felgen sind rot, tiefrot. Also Verkehrsrot nennt sich das. Also ein roteres Rot gibt es da gar nicht. Und da seht ihr, beim Grünfilter sind die dunkel, fast schwarz, beim Rotfilter fast weiß. Das Interessante ist aber im BMW-Logo, dass das Blau deutlich heller ist beim Grünfilter und deutlich dunkler ist beim Rotfilter. Und ich gehe mal davon aus, dass das eine schöne Sache ist, wenn man Menschen fotografiert. Aber da ist mir tatsächlich mein Hund noch am allerliebsten.